Es geht jetzt los? Es geht jetzt los. Hallo. Also, einen wunderschönen guten Tag da draußen wünsche ich euch. Ich sage immer da draußen, warum da draußen? Weil ihr seid ja draußen am Bildschirm oder am Telefon oder am Tablet oder im Großraumbüro und guckt das natürlich mit 70 Mann, ist klar. Und zwar ist es nach wie vor so, dass ich mit Lockesholzarten wirklich relativ viel Spaß habe. Warum? Weil ich erstmal, wo kommt der Baum her? Wer hat mir den besorgt? Was für Eigenschaften hat der Baum? Wie sieht die Maßung aus? Wie kann ich den schnitzen? Wenn wir die großen Bäume haben, machen wir das nach wie vor auf der Säge drüben und zeigen euch dann. Aber ich kriege ja zum Beispiel sowas hier. Ja. Unser Kumpel, also mein Kumpel Stefan, ja, Stefan Schurich, war in Mauritius. Und wenn meine Kumpels oder meine Freunde oder meine Bekannten in Urlaub fahren, sage ich, bitte bringt mir nichts Sinnes mit, bringt mir ein Stück Holz mit. Und die denken dann immer, was ist denn mit dem nicht in Ordnung? Aber tatsächlich sind das so Sachen, wo komme ich ja nie wieder ran. Also ich komme ja teilweise, ich war noch nie in Mauritius und vielleicht fahre ich da mal hin oder fliege da mal hin oder nehme das Fahrrad, weiß ich noch nicht. Und dann sage ich, bringt mir bitte was mit. Das könnt ihr da draußen übrigens auch machen, wenn ihr Bock drauf habt. Ja? Weil so können wir uns selber gegenseitig helfen, können unsere Holzarten vervollständigen. Und ihr könnt die hier anschauen. Ich verkaufe die auch nicht. Wir hatten zum Festival, hatten wir einen Schrank, da waren ganz spezielle Sachen drin. Kann man die kaufen? Nein. Ihr könnt die euch dann nicht mehr angucken. Das ist ein Problem für mich. Jan, hast du dich heute schon vorgestellt? Geht's dir gut? Ist ja. Schwitzen wir schon. Ich habe einen Ofen angemacht. Liegt daran, dass wir ein bisschen Müll verbrennen mussten. Ja, fürs Ozonloch ein bisschen. Wisst ihr, liebe Grüße gehen raus an Annalena. Also ich sag mal so, ich bin heute sehr wetterfühlig. Ich merke das, dass heute Gewitter kommt. Ja, weil ich merke, dass die Luftfeuchte ist unnormal gerade. Ja, ist draußen. Und ich habe lange Hosen an, Schlittschuhe an, aber von Grünholz. So, wie hört sich das? Ja. Nein, ich krieg dafür kein Geld. Nein. Ja, ist kein Werbevideo. Zieh ich die Hose gerne an? Ja. Weil die wirklich gut ist. So, wir haben, mein Stefan, ja, Mauritius, hat einen Tamarindenbaum mitgebracht. Was ist das? Ich auch zum allerersten Mal gehört, ich lerne auch viel dazu. Ein Tamarindenbaum ist so eine Art Hülsenpflanze. Ja, also die hat so Hülsenfrüchte. Und hat eine ganz, ganz glatte Rinde. Ja, kann bis zu 2 Meter im Durchmesser werden. Nee, im Umfang, Entschuldigung. Und bis zu 30 Meter hoch. Das ist schon eine Etage. Kommt halt wirklich in dem Ostafrika, Südamerika, Ostasien, also wirklich ist auch in diesen Tropengebieten kommt dieser Baum vor. Ja? Man sagt zwar ja, das Holz, das verwendet dort der Tischler und ich glaube aber nicht, dass so viel tatsächlich dort mit solchen Hölzern gemacht wird. Wahrscheinlich ja, aber nicht in Menge und in Masse. Weil bis der so groß wird, vergeht wirklich viel und viele Jahre. Wofür das Teil tatsächlich relativ häufig genutzt wird, ist für, rate mal. Hast du hundertprozentig schon gegessen? Hundertprozentig. Ach so, du meinst, die Frucht wird verwendet? Ja. Ja, keine Ahnung. Was macht man da? Irgendeine Paste? Tatsächlich ist es in Worcestersoße drin. Nee. Doch? In Worcestersoße. Ich keine Ahnung, ich krieg das nicht zusammen. Und da ist diese, da ist, also es wird für, also die Hülsenfrucht, die wird für Gewürze genutzt. Und Schokolade, auch in der Schokolade kann diese Frucht in Teilen vom Gewürz enthalten sein. Das ist krass. Wusste ich nämlich auch nicht. Jetzt habe ich noch einen Zettel. Ich bereite mich ja vor. Oh. Jetzt ist auch noch interessant. Die Blätter, ja, wird für ein Gemüse und für einen Salat benutzt. Von diesem Baum. Junge Blätter. Ihr wisst, ihr seht, Holz kann alles. Ihr kennt das Spiel, ich nehme euch heute wieder mit, ich mache wieder meine Eule. Es geht nicht ums Motiv, es geht um die Maserung, wie schneidet sich das Holz, ist es hart, ist es nicht hart, wie sieht es vor dem Behandeln aus, wie sieht es danach aus. Das will ich heute mit euch ergründen. Ja,
für mich sind solche Sachen cool. Ich weiß, manche da draußen sagen, oh, ist das Leben. Ich liebe das voll. Weil ich erweitere meinen Horizont damit ja auch. Und das finde ich halt wirklich cool. Mit Horizonterweiterung ist immer ein ganz wichtiges Thema. Weil wenn ich da rausgucke, Junge, 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 Junge. Dann haue ich mir nachher zum Mittag. Wisst ihr, was ich zum Mittag heute esse? Wollt ihr das wissen? Tamarinde. Viel besser. Ich war gestern in Dortmund, ja. Und habe mir, ja, Francis, mein Sohn, ich habe gestern, war gestern dort was abklären. Und auf jeden Fall hat dann Francis gesagt, willst du ein paar Zimtschnecken mitnehmen? Ich sage, ja, gerne. Er sagt, wie viel willst du denn haben? Ich sage, sind 4 okay? Ich sage, okay, dann mach 2. Ja, komme ich um mit klar. Und dann sagt er, hat er mir das Zeug so rausgebracht, waren 8 drin. Also, wenn ihr dort seid, geht dort eine Zimtschnecke essen und geht dort einen Burger essen. Alter, das ist Endstufe. So, wollen wir noch schnell, soll ich jetzt schnell noch zeigen, wie man eine Kettensäge nicht bedient? Mit T-Sägen? Ja, wa? Nee, das... Warum? Du machst jetzt und ich stelle jetzt erstmal neu. Also, ich schneide den jetzt hier ab. Das zeigen wir nicht, wie ich das mit der T-Säge mache, den Baum festhalte und hier absäge. Weil das nämlich nicht sicherheitskonform ist. Du brauchst gar nicht mit dem Kopf schütteln. Und du stellst die Kamera um. So machen wir das. Warum habe ich das jetzt so abgeschnitten? Passt auf. Normalerweise würde der anders stehen. Aber hier hinten ist ja der Riss. Und bei solchen tropischen Hölzern darf das auch mal reißen, das Holz, ja? Und da will ich aber natürlich trotzdem die Schokoladenseite nach vorne kriegen. Ist ja selbstverständlich. So. Schutzbrille ist tatsächlich, also ich will jetzt nicht klugscheißen, ja, ich weiß, ich bin der falsche Leute, Typ, um hier schlaue Ratschläge zu geben, was Sicherheitsvorkehrungen anbelangt, aber Splitter, also zumindest Späne von Holzarten, sind unterschiedlich hart. Das ist kein Scheiß, wenn du eine Eiche ins Gesicht kriegst, tut das mehr weh, als wenn du eine Zirbe ins Gesicht kriegst. Also, setz mal bitte eine Schutzbrille auf. Klingt logisch. Hä? Das klingt auf jeden Fall logisch. Klingt auf, und es gibt auch gewisse Hölzer, die Öle enthalten, die tut dir richtig weh. Was ich jetzt sofort merke ist, es hat eine kurze Faser, das Holz, und die Struktur, also die Farbe puncht mich gerade noch nicht. Ja, sieht aus wie eine dreckige Pappe, sage ich jetzt mal böse. Das kickt mich jetzt noch nicht weg, kann sich aber noch ändern, wenn dann Öl drauf kommt und das noch geschliffen wird. Ja, es ist hart, aber es ist jetzt nicht so hart, dass man jetzt sagen würde, nehmen wir mal, also für mich ist das Härteste, was man schnitzen kann, ist Esche trocken. Das ist mal ein schönes Beispiel. Und so ist es nicht. Das ist eher so wie Eiche trocken.
merkt, es lässt sich relativ gut schnitzen. Kurze Faser geht immer gut. Nicht jedes Holz mit einer guten Faser lässt sich wirklich gut schnitzen. Das funktioniert relativ gut. Was man auch feststellen muss, es riecht nicht. Ja, es gibt Hölzer, die riechen. Zum Beispiel nasse Rubinie, widerlich. Nasse Pappel, auch nicht schön. Also das Holz riecht nicht. Das ist... Nö, riecht nur nach Kettensäge. Ja, riecht nur nach Kettensäge, genau. Ja, also riecht jetzt nicht speziell nach Holz. Jetzt gucken wir noch, wie geht's weiter. Wie verhält sich das Teil mit Schleifmaterial, mit Augenfräsern und mit... Ja, einfach mit Schleifwerkzeug. Wie sieht's da aus? Wie funktioniert's? Und da muss man halt wirklich differenziert betrachten, welche Schleifmittel habe ich, welches, also beschäftigen wir uns, also wirklich ausführlich auf Patreon machen wir damit. Also wir haben ja gesagt, wir machen gewisse Sachen auf Patreon, damit einfach erstmal das für euch nicht draußen langweilig wird, und für die, die wirklich ganz, ganz tief reingehen wollen, ist dann sowas gut. Da gibt es dann eine Anleitung, welche Klamotten, welche Kettensägen, welche Maschinen, wie und wo und was, bevor ihr überhaupt wirklich starten wollt. Guckt euch das da an. Könnt ihr, müsst ihr auch nicht. Das ist wie in der wahren Beziehung. Alles kann, nichts muss, wa? Wir haben relativ viele Maschinen, die wir noch testen können. Wenn ihr das wollt, machen wir das gerne. Natürlich nur ab und zu, wenn ich Bock drauf habe. Und wie gesagt, wenn es mich in den Fingern juckt, mich juckt es nicht immer in den Fingern. Ja? Manchmal juckt mir auch die ganze Faust. Kleiner Tipp für euch, wenn ihr die Augen fräst, setzt die immer erst kurz an, damit man sieht, ob die schielt oder nicht. Mir kann ja deswegen immer noch passieren, ne? Aber das macht es auf jeden Fall einfach. Und jeder kennt es, weißt du, wenn du von der Kneipe heimkommst und so einen Überblick hast, weißt du? Was war denn hier passiert? Was ich aber schon mal sagen kann, jetzt auf den ersten Blick geht es schwerer als Eiche zum Beispiel. Also hat eine andere Struktur. Diese Schemelschlachterfeuer wurde klar. Sieht auf den ersten Blick relativ unscheinbar aus, muss ich sagen. Aber das findet man gleich aus. Und wie gesagt, ich finde es halt cool, wenn man den Leuten, oder kommen ja auch Schulklassen her, und wenn man denen zeigen kann, ey, guck mal, so sieht das und das aus, finde ich halt geil. Ich finde manchmal, als Linkshänder ist man schon diskriminiert in der Arbeitswelt. Das gibt es ja bei uns in der Firma keine Diskriminierung. Na, du weißt schon. Beauftragten? Innen? Yeah.
Flüsterkompressor, haben sie gesagt. So viel. Aber oh, gut, im Gegensatz zu früher ist es schon leiser. Und jetzt kommt tatsächlich der Moment. Ich schreibe mir da unten immer was dran. Tamarindenbaum ist das genau. Jetzt nehme ich mir Öl. Wir haben tatsächlich noch eigenes, aber nicht mehr viel. Das können wir trotzdem noch nehmen. Und dann. Mit Öl kannst du natürlich übelst viel machen. Du kannst anfeuern, du kannst das Matte kriegen, du kannst das Glänzen kriegen, du kannst das. Also es gibt wirklich viele, viele verschiedene Öle. Und ich habe das eigentlich, ich habe das meiste Zeit mit dem Öl von uns gemacht. Also habe ich da auch relativ einen gleichbleibenden Effekt, sage ich jetzt mal, was ich euch dann zeigen kann. Also falls ihr uns wundert, warum das hier so kacke aussieht, wir haben da oben, also ich frage mich, was manchmal früher in so Leuten vorgegangen ist, Dachentwässerung innen. Und dann war der große Sturm und dann hat es hier natürlich alles auch ein bisschen noch geht entwässert. Ist die Kettenfolie? Guck ja. Das. Das sollte trotzdem gehen. Keine Ahnung, aber das geht jetzt. Mit dem Pinsel umrühren ist auch richtig clever, Markus. Und du massierst das mit einem Pinsel ein, hat mir mal ein Maler erzählt. Der Massober. Genau. Das ist schon wieder cool. Ja. Aber es schallert mich immer noch nicht weg. Also ich finde das cool, solche Bäume zu haben. Obwohl, das ist schon wieder süß. Wichtig auch, nachdem man das geölt hat, das überschüssige Öl, wenn das alles, was weggezogen ist, dann theoretisch mit einem Lappen abwischen oder mit einem Tuch. Haben schon coolere Holzarten gesehen? Ja. Die Geschichte ist halt geil, weil das Ding immer um die komplette Welt gereist ist. Ich sag mal so, du hast schon recht gehabt wegen dem Schleifbild. Das ist schwierig, da was Schönes hinzubekommen. Das ist einfach so. Das liegt wahrscheinlich direkt an den kurzen Fasern, wie du es auch gesagt hast. Ja. Was man oder wo man es halt sehr gut sieht, finde ich in den Augen, wo du die Augen gefräst hast. Ne? Mhm. Wenn du dort mal ganz genau ein Äuglein drauf wirfst, dann siehst du da eine richtig geile Maserung auch drin. Du siehst es auch hier. Das hat auch Stil. Ja, Andeutung ist da, aber ich finde im Auge, ich weiß gar nicht, ob ich das so gut eingefangen bekomme, da sieht man das eigentlich genau im Bild. Du bist genau im Licht. Das war ja auch klar, dass ich den Unterfall daneben benehmen muss. Ja. Können wir machen mal so. Ja, man könnte es erahnen. Also tatsächlich ist manchmal die Kamera, beziehungsweise unsere Kamera, manchmal vielleicht gar nicht in der Lage, das so wahrzunehmen, wie es halt wirklich ist. Das ist halt auch krass. So. Okay. Also. Lange Rede, gar keinen Sinn. Holzarten, Tamarindenbaum. Ich glaube, als Brett oder als Bohle wäre es nochmal interessant. Kriegst du aber wahrscheinlich schwer. Außer ich sage, Stefan, da muss man mit dem Frachtflugzeug zurückfliegen beim nächsten Mal. So. Ihr könnt auch gerne mal einen Kommentar da lassen, was eure komischste oder eure seltenste oder beziehungsweise ausgefallenste Holzart war, die ihr persönlich bearbeitet habt. Würde mich auch mal interessieren. Vielleicht oder. Wie gesagt, wenn ihr welche findet im Urlaub, also ich rede jetzt nicht von Kiefer, Fichte, sondern ich rede von coolen Sachen, dann schickt ihr uns gerne zu oder sagt uns, was wir, oder wir kriegen da was hin. Schickt uns eine Mail. Darf ich mich nochmal aufregen? Nee. Gut. Bis später.